Sag mal, ist das Wasser nicht etwas zu heiß für ein Schwimmbad? Ja, das Wasser, aus dem du gerade gestiegen bist, wird benutzt zum Duschen und zum Heizen. Du erinnerst dich doch sicher an Sabine. Wir haben die Wärme ihres Feuers dafür benutzt, um warm Wasser zu erzeugen. Und wie ich dich kenne, willst du sicher wissen, wo es hinfließt. Mhm. Schau es dir an. Hier sind wir. Da musst du rein. Viel Spaß. Das wird eine lange, lange Rutschpartie. Und? Wie hat dir deine Reise gefallen? Super! August macht das sehr geschickt mit dem warmen Wasser. Aber das ist noch nicht alles. Das heiße Wasser, aus dem du gerade gestiegen bist, ist so heiß, dass es verdampft. Der Wasserdampf wird dazu benutzt, um Strom zu erzeugen. Aber wie soll das gehen? Hier, damit kannst du dir anschauen, wie der Wasserdampf ein Rad antreibt. Viel Spaß und guten Flug! Das schaue ich mir doch mal genauer an.